Heute, 10. Mai, das ist der Tag gegen den Schlaganfall. Er soll informieren und warnen vor dem lebensbedrohenden Hirnschlag. Treffen kann das eigentlich jeden von uns, so wie auch den erfolgreichsten deutschen Sportler, nämlich Alexander Leipold, als Freistilringer, Olympiasieger, Weltmeister und vielfacher Europa- und deutscher Meister. Auch sein Leben hing nach 3 Schlaganfällen am seidenen Faden. Im Moment trainiert Alexander Leipold eine Verletzung aus. Grund: eine OP nach einem Knorpelverschleiß im Knie. 2-mal die Woche besucht er in Goldbach bei Aschaffenburg das Reha-Zentrum, um wieder fit zu werden. Aber damit hat er Erfahrung. Als ehemaliger Leistungssportler ist er zäh, hat einen eisernen Willen. Alexander Leipold zählt mit seinen zahlreichen Welt-, Europa- und deutschen Meistertiteln sowie dem Sieg bei den Olympischen Spielen in Sydney zu den erfolgreichsten Ringern weltweit. Und doch hat eine Krankheit sein Leben komplett verändert. Er ist gerade 35 Jahre alt, durchtrainiert und fit, als er im Trainingslager in Usbekistan ein Kribbeln verspürt. Erst im linken Bein, am Mund, dann im Arm. Seine Trainer schicken ihn zurück nach Deutschland in eine Klinik. Die Diagnose ist eine Katastrophe für den Spitzensportler: Schlaganfall. Während der Behandlung erleidet er noch 2 weitere. Es folgt ein langer Weg zurück ins Leben mit vielen extra Trainingseinheiten. Nach 4 Monaten steht er wieder auf der Matte. Das ist dann auch so die Motivation, wenn man sich kleine Ziele setzt und die halt immer erreicht. Also ich finde, das ist das Wichtigste, dass man sich kleine, realistische Ziele setzt und dann daran hart kämpft. Und wenn man die erreicht hat, dann kann man wieder das nächste Ziel setzen. Nach seiner Karriere als Jugend- und Bundestrainer verabschiedet er sich 2014 von der aktiven Bühne, wird Motivationstrainer und Botschafter der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Als ich einen Schlaganfall hatte, haben mir danach ganz viele Menschen berichtet, die gesagt haben, meinem Papa ging es schlecht und ich habe sofort einen Notarzt angerufen, weil ich mich an dich erinnert habe, du hattest die Symptome. Und dann haben wir einfach schneller reagiert, als wie es normal geschehen wäre. Und das ist ja genau das, was ich machen will als Botschafter, dass die Menschen halt reagieren. Ob man jetzt selbst einen Schlaganfall hatte, meistens kann man ja da selbst nicht mehr reagieren, aber dass das Umfeld dann halt einfach schnell reagiert. Etwa 270.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Schlaganfall. Neben Krebs und dem Herzinfarkt zählt er zu den häufigsten Todesursachen. Bei einem Apoplex, wie er auch genannt wird, wird das Gehirn nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Spürbare Folgen: Probleme beim Sprechen oder Lähmungen. In etwa 80% der Fälle sind Blutgefäße verstopft, beispielsweise durch ein Blutgerinnsel. Was zählt für die Überlebens- und Heilungschance, ist ein schnelles Reagieren. In mehr als 80% sind die Betroffenen eines Schlaganfalls über 60 Jahre alt. Leipold war gerade mal 35 und hat sich wieder hochgekämpft. Jetzt genießt er sein Leben, nimmt sich Zeit für seine Kinder, seine Familie. Dem Sport bleibt er weiterhin treu, auch als Zuschauer, wenn er seinen 9-jährigen Sohn Neo beim Training begleitet. Den Stress bewusst vergessen, wieder Ruhe zu spüren, Freizeit erleben sind wichtige Faktoren, um den Schlaganfall vorzubeugen. Das hat Alexander Leipold schmerzlich lernen müssen.